Jaron Pound-Fans, herzlich willkommen bei Hype FC Nummer 6, Rumble in the Cage. Neben mir steht jetzt Selim Agayev und ja, ich glaube, er möchte ein paar Worte an seine Fans und auch den Veranstalter, glaube ich, loswerden, denn Selim sollte heute kämpfen und der Kampf ist leider nicht zustande gekommen. Hallo Selim. Hallo Jens. Ja, ich habe es eben schon gesagt, der Kampf ist leider nicht zustande gekommen. Gib uns mal kurz ein Statement dazu. Also, erstmal wollte ich sagen, sollte ja ein K1-Kampf werden. Das ist ja was ganz anderes. Ich habe noch nie K1 gekämpft. Ich wollte K1 einfach nur mal für die Erfahrung probieren. Also, ich war auch in Tschetschenien, so 2 Wochen ungefähr. Ich habe da auch trainiert, zwar nicht regelmäßig, aber es war mir egal. Ich wollte trotzdem kämpfen, auch wenn ich fit bin oder nicht fit wäre. Aber die letzte Woche war ich in Moskau und da habe ich meinen Flug verpasst. Dann konnte ich keinen Direktflug buchen. Da musste ich erstmal über Tschechien. Dann haben die meinen Koffer nicht nach Tschechien gebracht. Da musste ich da erstmal auf meine Koffer warten. Und so dann habe ich Flugverspätung gemacht. Ich weiß, das sind jetzt keine richtigen Ausreden, aber ich sag mal ganz ehrlich, wie ich das auch dem Veranstalter gesagt habe, ich bin kaputt gewesen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich war mit den Nerven am Ende, weil ich dann noch Gewicht gemacht habe auf 80 Kilo. Zwar nicht viel, sind nur 4 Kilo gewesen. Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach die Lust verloren. Ich war einfach am Ende mit den Nerven und ich wollte essen. Und das habe ich auch gemacht dann. Und ja, so ist der Kampf nicht zustande gekommen. Und ja, tut mir leid an die Veranstaltung. Ich weiß, es ist unprofessionell. Von mir kennt man sowas auch nicht. Ich habe noch nie einen Kampf abgesagt. Und ja, tut mir leid an meinen Gegner, der so hart trainiert hat. Wahrscheinlich hat er sich sehr gut vorbereitet. Und an Wahid Aslan auch, tut mir leid, Mann, du weißt, wir haben schon geredet. Okay, ihr habt das schon geklärt, denke ich. Ja, okay, Selim, ja, wir hatten uns alle gefreut so auf deinen Einstieg im K1. Ja, wird es dann da irgendwie einen anderen Termin geben? Sehen wir dich da nochmal? Ich habe schon vor, in der Zukunft K1 auch an Grappling-Meisterschaften und alles Mögliche teilzunehmen, weil wie gesagt, ich habe ja nicht wie die aus Russland oder Amerika oder Polen Amateurerfahrung. Deswegen muss ich jetzt alles mitnehmen, was es geht. Und ja, meine Gegner werden immer stärker. Deswegen, ich kämpfe auch gegen Mülltonnen oder sowas. Deswegen muss ich mehr Erfahrung sammeln, sage ich mal so. Okay, aber Termine oder was in der Richtung gibt es noch nicht? Ich weiß jetzt nicht genau. Vielleicht im Juni kämpfe ich in Hamburg. Ich weiß jetzt nicht, welche Veranstaltung das ist. David hat mir irgendwas erzählt. Ich soll da Hauptkampf machen oder so. Und ja, wenn es einfach ganz okay die Veranstaltung ist, kämpfe ich mal, um wieder drin zu bleiben. Ansonsten, GMC12 bin ich auf der Fightcard. Gegner wird gesucht. Und Ende des Jahres kämpfe ich in Tschetschenien bei Ahmad. So, das sind erstmal die Termine. Und der Rest kommt auch von alleine. Vielleicht dazwischen irgendwo was kommt auch. Fair FC steht auch. Weiß nicht, ich habe schon genug. Ah, das ging nach einem vollgepackten 2017. Ja, dann sind wir mal gespannt. Das letzte Jahr lief ja nicht so gut. Du hast natürlich auch einiges vor noch. Und ja, da sind wir gespannt, wie das umgesetzt wird von Selim Agayev. Ja, möchtest du noch ein, zwei Worte loswerden, deine Fans? Ich wollte mich einfach bei allen bedanken, die immer mit mir dabei sind, die mich immer unterstützen. Und ja, einfach danke an jeden. Danke dir, Jens, für das Interview, für die Veranstaltung, obwohl ich nicht gekämpft habe. Tut mir leid nochmal, Wahid. Wollt ihr noch was sagen? Hallo, diese tschetschenische Wolf. Jetzt, Selim Agayev, Wolf. Okay, das hat man auch ohne Russisch verstanden. Tschetschenski Borz, Borz. Tschetschenski Borz. Borz, Borz. Огромное спасибо. Ja, ich bedanke mich fürs Interview. Ja, okay, Dankeschön.